Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, wo ist der Red Panda? Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Mach das jetzt mal so. Und dann gucken wir mal. Ihr habt euch den Red Panda wieder zurückgewünscht. Dann mache ich doch mal den Red Panda rein. Also, muss ich erstmal gucken, wo ist es denn? Da ist es, da ist es, da ist es. So, hier, so. Den Red Panda habt ihr euch wieder zurückgewünscht. Dann machen wir doch den Red Panda. Das war der da, der schwarze Red Panda. Genau. So, Calipero. Scheint zu funktionieren. So, und da ist er. Ja, der schwarze Red Panda. Ihr habt ihn euch zurückgewünscht. Also dann mache ich den mal wieder rein. So. Bei dem fällt es auch nicht so auf, wenn ich schiele. Also wenn der Panda schielt. Also nicht ich, sondern der Panda. So, also gut, jetzt geht's aber los. Jetzt muss ich ganz kurz mal darüber. So, zack. Und jetzt gehen wir rein in die in den aktuellen Item Shop. So, und da, was haben wir denn da? Wir haben einmal die Crimson Axe. Ja, sieht ein bisschen, ja, ich finde, die ist ganz cool. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber auch nicht schlecht. Schauen wir uns mal an, wie die sich anhört. Moment, ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe gar keinen Ton, glaube ich, drin hier. So, das ist mal heute Chaos. Chaos-Video mit Herrn Gleich. Chaos-Video mit Herrn Gleich. So, müssen wir mal gucken hier. Jetzt müssen wir noch darüber. So, jetzt habe ich das auch. Gut. Also. Ja, da gebe ich 6 von 10, der Crimson Axe. Und dann schauen wir doch mal ganz kurz, wie sieht's denn bei euch aus mit der Crimson Axe. Und das ist auch 3,25 von 5 bei 5 Votes. 4 Votes. Hä? What? 4 Votes. Am 6. Juli 2018 ist erstmal rausgekommen. 5-mal schon im Shop gewesen. So, dann geht's weiter. Dann haben wir als nächstes hier den Red Knight. Ein mega geiler Skin, dem gebe ich 10 von 10. Mega cool. Der Red Knight. Das weibliche Pendant zum Black Knight. Und den Black Knight, den gab es ja nur als quasi Season-Belohnung. Oh, der sieht schon geil aus, der Red Knight, ne? Ja, Mann. Geiler Skin. Wie steht ihr denn zum Red Knight? Jetzt müssen wir mal gucken, der Red Knight. Ja. 4,14 von 5 bei 74 Votes. Das ist meine Ansage. Das erste Mal Dezember, 15. Dezember 2017 drin gewesen, seitdem 12 Mal. Und 128 Leute, ach, das sieht man hier gerade gar nicht so richtig, ne? Wir müssen ein bisschen größer machen hier. 128 Leute wollen alarmiert werden, wenn er wieder im Shop ist. So, also der Red Knight. Geiles Ding. So, dann kommen wir zu der nächsten Geschichte hier. Das ist der Servo. Cooler Gleiter. Sieht echt ganz interessant aus. Ich gebe dem Servo 8 von 10. Hat man nicht gesehen. Nochmal hier. So, also da ist der Servo 8 von 10. Das sieht echt ganz nice aus. Ja. Ja. So. Wie steht ihr zum Servo? Gucken wir mal ganz kurz da rein. Der Servo 4,25 von 5 bei 4 Votes.
Das erste Mal am 5. August 2018 drin gewesen. So, viermal bis jetzt. Schon ein cooles Teil. Dann haben wir hier den Archetype. Archetype. Engineered for combat performance. Part of the Archetype Set. Ja, das Ding sollte ja mal als Amazon Prime Skin rauskommen. Also so haben es zumindest die anderen YouTuber gesagt. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Ding. Ich finde den ziemlich hässlich, den Archetype. Mir gefällt er überhaupt nicht. Ich gebe dem 6 von 10. Vier von 5 bei 28 Votes. Erste Mal am 5. August 2018 im Shop gewesen. So. Dann haben wir noch den Kaliper. Das ist jetzt nicht wirklich berauschend, das Ding. Dem gebe ich 4 von 10. Der Kaliper 4 von... Oh! Oh! What? 5 von 5 bei 4 Votes am 5. August 2018 aus, erst mit drin gewesen. What? Findet ihr den so cool? Ehrlich? Okay, wie hat er sich genannt? Vielleicht ist das Geräusch, ne? Nee. Echt? Warum findet ihr den so cool? Okay. Also, dann haben wir den... Jetzt kommen wir zu den Daily Shop Items. Den Hacky Bat. Den irischen Skin. Ich finde den ganz witzig. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber ganz witzig ist er. Auf jeden Fall, dem gebe ich 6 von 10 oder 7 von 10. So, wie habt ihr über den Hacky Bat abgestimmt? So, 2,75 von 5, also ziemlich genau. Die Mitte bei 12 Votes am 14. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Der Hacky Bat. Jetzt kommen wir wieder zu dem Ding, wo wir uns wieder zerfleischen. Das ist der Survival Specialist. Ja, er hat halt einen Totenkopf da drauf. Und ja, ich weiß, es ist ein Weibchen. Und ihr steht alle auf Weibchen. Ich ja auch, aber nicht bei den Skins, die ich selber spiele. Ja, ich gebe dem, es wird schon langsam besser, ich gebe dem 5 von 10. Ja, 5 von 10. Ich weiß, jetzt kommt es wieder. So, 4,25 von 5 bei 20 Votes. 5. November 2017 das erste Mal drin gewesen, 25 Mal seitdem. So, dann haben wir den Tree Splitter. Also eine klassische Baumfäller-Axt. Ja, was soll ich dem Ding geben? 4 von 10. Der Tree Splitter. Und da habt ihr 3,75 von 5 bei 4 Votes. 14. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem dreimal. So, wie hört er sich denn überhaupt an? Müssen wir hören. So, dann kommen wir zu Shadow Puppet. Ein Ding, was ich wieder mal ziemlich durchgeknallt finde. Und aber da oben dieses Bärchen da drauf, ich finde es so schlimm. Vor allem haben sie einen Grafikfehler. Guck mal da. Der ist nicht richtig rund drauf. Seht ihr das? Der guckt oben ein bisschen raus. Beide. So, der Liebesranger und das Bärchen tanzen da drauf und sind verknallt und sind verliebt. Schubidubidu ist dieser Fischgleiter. Ich habe den bis jetzt im Spiel noch nie gesehen. Ich finde ihn ziemlich durchgeknallt. Alleine deswegen kriegt er von mir 7 von 10. Und jetzt schauen wir mal, wie sieht's aus mit dem Shadow Puppet. 4 von 5 bei 4 Votes am 14. September 2018 das erste Mal drin, seitdem dreimal. So, gucken wir nochmal, wie das aussieht.
Sie baut sich schon relativ cool auf. So, dann kommen wir zu Living Large. Sorry für den kleinen Austicker, ich finde den relativ smooth und gechillt. Der Living Large Emote und dem gebe ich 8 von 10 und 8 von 10 und 8 von 10. Oh, 4,91 von 5 bei 11 Votes. Am 11. August 2018 das erste Mal drin. Seitdem dreimal total beliebt bei euch. Cool, ich finde den auch cool. Machen wir nochmal. Shabadab. Shabadabadabadabadab. Smooth. Bevor mir jetzt noch total schwindelig wird. So, jetzt also. Und dann kommen wir zum letzten Emote für heute. Das ist My Idol. Ja, den habe ich mir geholt, um den zu präsentieren, wenn der Herr sofort mal wieder totale, durchgeknallte, crazy Action-Runden gemacht hat. Dann packe ich auch mal den My Idol aus. Ja, Mann. So, das war's für heute vom Fortnite Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und dieses My Idol mache ich nur für euch. Ja, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.